es oft die alte Zeit besser, wenn wir uns mal anschauen, in welcher Zeit wir heute leben, mit welchen Möglichkeiten, welche Produktivität wir haben, welche Möglichkeiten auch über Digitalisierung. Wir haben natürlich auch negative Effekte, aber wir können da auch super in Kontakt bleiben, wie man mittlerweile durch Europa reisen kann, Erasmus-Semester und so weiter und so fort. Wenn man sich das anschaut, was eigentlich für Chancen zum Beispiel die europäische Jugend mittlerweile hat, im Vergleich zu vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo die Leute überhaupt nicht reisen konnten, gerade in Osteuropa, ist, glaube ich, schon, muss man einfach auch mal wieder sagen, wo sind wir hier und was haben wir eigentlich auch Positives erreicht. Und Politik neigt natürlich immer dazu, über das zu diskutieren, was nicht funktioniert. Und deswegen, und auch Journalismus berichtet natürlich nicht, dass das Flugzeug erfolgreich angekommen ist, sondern nur über den Flugzeugabsturz, weswegen man denkt, das ist alles irgendwie gefährlich und unsicher. Und manchmal, wenn man sich dann mal die Statistiken anschaut, was Kriminalität angeht, und was Wohlstand angeht, also ist es nicht so viel schlechter geworden in den letzten Jahren auf der Welt. Wenn wir jetzt vielleicht bei der Verteilung des Wohlstandes, da hat vielleicht Herr Gysi noch mal eine andere Auffassung. Ja, aber die Tendenz. Wissen Sie nicht, dass es ungerecht ist zwischen Reichtum und Armut, sondern dass die Armen ärmer werden und die Reichen reicher werden. Wenn wir da mal wenigstens einen Dreh hinbekämen, verstehen Sie? Das wäre mir wichtig, das ist nicht der Fall. Aber ansonsten sage ich mal auch, wir Menschen sind wie folgt gestrickt. Wir wissen immer, was uns fehlt. Was wir haben, sehen wir gar nicht. Genau. Das müssen wir erst, wenn es uns fehlt, dann fällt uns das auf. Ich würde aber auch, man kann es auch positiv sehen. Also jeder sehnt sich ja nach irgendwas. Und das ist auch gut. Das sind Menschen, richtig, wollen gerne irgendeine Art von Verbesserung haben. Und klar, vor allem natürlich, gerade wenn es ihnen schlechter geht, werden sie dann extremer in dem, was sie sich sehen und vielleicht auch in dem, was sie tun. Und ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, positive Visionen aufzubauen, wo die Leute sagen, okay, ich sehne mich nach was und das, finde ich, klingt gut und das ergibt Sinn. Und wenn wir das schaffen, dann ist, glaube ich, ist viel geschafft. Aber wir müssen nicht so viel Angst haben davor, dass Leute eine Veränderung wollen. Mhm.